Der Bestseller »Eine Gesellschaft der Liebe« von Carl Anderson, dem Großmeister der Kolumbusritter, wurde von der Vatikanischen Verlagsgesellschaft ins Italienische übersetzt und am 9. Dezember in Rom im Sitz von Radio Vatikan vorgestellt. Zu diesem Anlass ließ Papst Benedikt XVI. Ein Telegramm von Kardinal Tarcisio Bertone überbringen, dem Verfasser des Vorworts, in dem er das Buch wärmstens empfiehlt. Der Autor des Buches, das auch ins Polnische übersetzt wurde, erklärte H2O News die Botschaft, die im Zentrum seines Werks steht. Die zentrale Idee der Gesellschaft der Liebe besteht in der Pflicht der grundlegenden Verantwortung zur Liebe eines Christen zum Nächsten, eine Lehre, die besonders Johannes Paul II. Wiederholte, und die heutzutage im Hinblick auf das, was auf dem alten Kontinent geschieht, wesentlich für den Dialog zwischen Kultur und Christentum in Europa ist. An der Präsentation nahm Kardinal Stanislav Rilko, Präsident des Päpstlichen Rates für die Laien, der amerikanische Vatikanist John Tervis, Chef des katholischen Nachrichtenbüros, Professor Franco Miano, Präsident der katholischen Aktion Italiens und Pater Federico Lombardi, offizieller Sprecher des Vatikans, teil. In seinem Interview unterstrich Carl Anderson die Anstrengungen, christliche Laien anzusprechen und sie dazu zu ermutigen, zusammen mit allen Menschen guten Willens eine aktive Rolle bei dem Aufbau einer Gesellschaft der Liebe zu spielen, von der die Päpste Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Gesprochen haben. Kardinal Rilko bedankte sich seinerseits bei dem Autor, der Vorsitzende der größten weltweiten Organisation katholischer Laien ist, die 1.700.000 Mitglieder zählt, und nannte das Werk ein Vademecum für katholische Laien, die sich darum bemühen, eine Gesellschaft der Liebe zu bauen.